Schon gleich ist es wieder so weit. Nur noch einen kurzen Moment und die Sonne wird gar nicht mehr in mein Büro hineinscheinen. Stattdessen wird der graue Vorhang von Nebel gezogen werden. Es herbstelt, ja. Tage werden kürzer und kürzer und Nacht immer wie länger. Jeden Tag länger wird es dunkel sein. Man spürt es förmlich, wie es herbstelt. Natürlich habe ich Neonlicht bei mir im Büro. Aber wirklich ein Ersatz zum Sonnenlicht ist es doch nicht. Und darum habe ich entschieden, dass ich jeden Morgen früh bei uns in die Küche hocke. Dann hocke ich her, schaue, dass ich schön aufrecht sitze. Die Füße habe ich gut auf dem Boden und die Hänge locker auf meinen Beinen. Als ich so hier sitze, davon mich auch erinnere, was Jesus Christus uns gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und nachdem, dass ich mir das vor Augen geführt habe, schließe ich meine Augen. Ich werde ruhig und fange regelmässig tief in den Bauch runter, an zu schnaufen. Ich werde still und fange die Worte zu sagen, du bist mein Licht. Du bist, sage ich beim Ausatmen, mein Licht beim Einatmen. Und so atme ich in der Kirche etwa 20 Minuten lang die Worte von Jesus aus und wieder ein. Für mich ist das eine wertvolle Zeit. Denn in dieser Zeit erlebe ich ein Gefühl, das sich ähnlich an einem Sonnenaufgang einstellt. Zuerst ist es noch dunkel und kalt. Aber mit der Zeit da kommt das Morgenrot. Ein Rot, das langsam ein Orange wird. Und am Schluss ist es dann ganz weiss. Es ist der Moment, wo die Sonnenstrahlen mich beginnen zu erwärmen und wo ich das Gefühl bekomme von einer tiefen Zufriedenheit. Mitten an einem grauen Morgen oder in der Dunkelheit der Nacht ein Sonnenaufgang, das wünsche ich dir.